Felix Gressler, 5:0 gegen Germania Halberstadt. War es so einfach, wie es aussah von draußen? Nee, also wir haben uns waren wir uns bewusst, dass Halberstadt eine eklige Truppe ist, erfahren vor allem. Und wir haben uns vorher, habe ich auch gemerkt vom Spiel, nochmal richtig zusammengerissen. Jeder war fokussiert und deswegen konnte jeder gut seine Aufgaben machen. Und so sah es dann am Ende auch aus, dass es 5:0 ausgeht. Ist natürlich auch der Laufleistung geschuldet, die wir an den Tag gelegt haben. Wir sind richtig viel gelaufen, sage ich. Gute Laufwege auch und deswegen haben wir das hart erarbeitet. Vom Papier her war es eine sehr, sehr offensive Aufstellung. Trotzdem hat Energie anfangs ein bisschen zurückhaltend, sogar auf Konter gespielt. War das so taktisch der Plan? Ja, wir haben natürlich zwangsweise so ein bisschen alle Offensiven aufs Feld geschickt. Wir waren uns bewusst, dass Halberstadt von Anfang an Druck machen wird, so für die erste Viertelstunde, 20 Minuten. Da mussten wir gegenhalten und dass wir natürlich so gute Konter fahren, spielt uns in die Karten, dann steht es halt mal 3:0 und dann geht es ein bisschen besser von der Hand alles. Jetzt 6 Siege aus 6 Spielen, jetzt kommt der BFC Dynamo, das ist das erste echte Spitzenspiel. Ist Energie dafür bereit, sicherlich, oder? Wir sind mehr als bereit, genau. Welches Spiel erwarten Sie dann gegen BFC? Ich denke mal ein ausgeglichenes, aber so wie wir drauf sind, schlagen wir jeden. Ja. Danke.